Hallo und herzlich willkommen zurück zu Who is Mike? Also Sarah hat gerade von der Treppe aus gerufen, ob wir denn nicht irgendwann mal hochkommen. Ihre Stimme kam von der Treppe. Das Wohnzimmer war dunkel und sie konnte uns wahrscheinlich in dem trüben Licht nicht sehen. Wir hielten beide unseren Atem an. Ich war abgeleckt. Oh, hi. Sarah kommt mit einem gelassenen Blick auf uns zu. Diese Aufnahme, wenn es Probleme macht. Ist jemand da? Es ist ziemlich spät für Besucher. Erkennst du überhaupt nicht die Ähnlichkeit von denen? Habe ich überhaupt keinen Ton? Moment. Spinnt das Spiel jetzt oder was? Ist das dein Brot? Mike warf einen Blick auf mich. Hör zu, Sarah. Bitte gerad nicht in Panik. Die ist, glaube ich, gleich total im Panikmodus. Oh. Mein... Musik etwas zu laut. Jetzt fängt er zu schreien. Gott! Sarah, beruhig dich. Das ist... Sarah? Was zur Hölle? Okay. Ich weiß, dass es ein wenig übel aussieht, aber... Ein wenig übel? Mike, ich stehe vor... Zeit vor dir. Ich glaube, wir sind schon weit über das ein wenig übel Stadium hinaus. Es ist so eine Drama-Queen. Ja, da würde ich auch nichts mehr sagen. Das ist ein Trick, oder? Schön wär's. Mit irgendwelchem Spiegel und so einem Scheiß. Es ist kein Streich, Sarah. Das passiert wirklich. Und wir wissen nicht wirklich, was wir tun sollen. Hör auf. Hör auf zu reden. Wenn ich euch beide gleichzeitig beim Reden zusehe, wird mir schwindelig. Ach, reden die noch gleichzeitig? Reden die gleichzeitig? Wie witzig. Also wirklich, wir sind Spiegel? Tief durchatmen? Ich glaube, das hilft in diesem Moment auch nicht. Aber guter Tipp. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Jetzt wie so ein Baum umkippen. Auf die Couch. Entschuldige mich. Einen Moment. Nun, das lief besser als erwartet. Wenn du damit meinst, meine Freundin ist kurz davor, einen Kollaps zu erleiden, dann ja, klar. Meister im Sarkasmus. Ich hab dir gesagt, das war eine schreckliche Idee. Nee, sie kommt schon klar. Ja, ich mach's rückgängig. Wie machen wir es rückgängig? Sie muss jetzt damit klarkommen, würde ich mal sagen. Schließlich hat sie uns beide jetzt gesehen. Also. Sie kommt schon klar. Sie ist Polizei. Großartig, sie ist Polizistin. Sie ist an solche stressige Situationen gewöhnt, oder? Wer weiß das schon? Ich glaube nicht, dass du weißt, wovon du redest. Seufz. Schätze, wir kümmern uns besser darum. Mike und ich standen still da und warteten darauf, dass Sarah zurückkam. Sie kam nach ein paar Minuten zu uns, ihr Gesicht cremig, aber gefasst. Was erwartet uns jetzt? Es vermittelte mir ein Gefühl der Normalität in dieser bizarren Situation. Ich würde es ganz und gar nicht. In Ordnung, Jungs, ich bin jetzt viel ruhiger. Hast du in ein Kissen geschrien? Hast du irgendjemanden verprügelt? Was hast du angestellt, dass du jetzt ruhiger bist? Okay, zuerst einmal. Was zum Teufel nochmal? Ja, was zum Teufel? Ich habe keine Ahnung. Dann fang von vorne an. Naja... Ich habe Geräusch gehört und nachgesehen. Das sagen sie immer. Ich habe jemanden im Wohnzimmer herumstolpern sehen. Ich bin in Panik geraten und habe mir den Schläger genommen. Aber ich wollte den Kerl nur Angst einjagen. Und dann habe ich ihn gesehen. Ihn, mein Doppelgänger, mein Zwilling, mit meinem Gesicht. Ich dachte, ich wäre durchgeknallt. Aber er war auf dem Weg nach oben. Deswegen musste ich ihn irgendwie konfrontieren. Und er...
Um ehrlich zu sein, ich habe überlegt, mir ein Kruzifix zu nehmen oder so. Ich glaube nicht, dass es ein Vampir ist. Kruzifix. Süß. Ich erinnere mich an nichts davon. Ich bin hier bloß mit einem schmerzenden Schädel aufgewacht. Er uns niedergeschlagen hat, sagt sich doch. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Die Wahrheit sagen oder eine Lüge erzählen. Wenn wir nicht wissen, was es war, würden wir ja die Wahrheit erzählen, wenn wir erzählen, was wir wissen. Also warum sollten wir lügen? Dann erzählen wir die Wahrheit. Gibt das Sinn? Für mich schon, also die Wahrheit. Ich erinnere mich an ein Geräusch in der Küche. Anders. Ich erinnere mich, ein Geräusch in der Küche gehört zu haben. Aber ich dachte, es wäre nichts. Ich habe mir ein Bier aus dem Kühlschrank geholt, mitten in der Nacht. Ich dachte, du wolltest pennen gehen. Zu deiner Freundin. Dann hat mich etwas am Kopf getroffen. Alles, was ich weiß, dass ich im Wohnzimmer bin und dieser Typ mir einen Schläger vors Gesicht hält. Voll in Panik. Kann nicht sein. Er ist hier reingestolziert wie ein Betrunkener. Aha. Und dann ist er über diesen dämlichen Teppich gestolpert. Natürlich. Wer von uns lügt jetzt? Mike oder Mike? Schade, dass ihr gerade keine Facecam seht. Ich hasse diesen Teppich oder er hat mich mit dem Schläger. Ich glaube ganz stark, dass er mich mit dem Schläger getroffen hat. Ich glaube kaum, dass ich über diesen doofen Teppich gestolpert bin. Du hast mir mit dem Schläger gegen den Kopf geschlagen. Du hast mir übergebraten. Das habe ich nicht. Ich war zu beschäftigt damit, auszurasten. Aber du sagtest ja, du hast etwas gehört und hast dir den Schläger geschnappt. Vielleicht war das eine Kurzschlussreaktion. Du verstehst, also gesehen und zugeschlagen. Und schiebe deine Tollpatschigkeit nicht auf mich. Ich dachte, ihr seid eine und dieselbe Person. Also seid ihr beide gleich tollpatschig. Davon habe ich schon genug. Da sollte ich zustimmen. Nimm jemanden auf unsere Seite. Schätze, den Witz sollte ich aufgeben. Ja. Also. Wir haben uns heute hier versammelt. Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier noch ein anderes Problem haben. Ja? Wie komme ich hier hin? Wie komme ich wieder weg? Versucht ihr, euch gegenseitig auszuspielen, wer der Echte ist oder was? Scheitwörter. Naja. Es kann nicht zwei Mike Jansens geben, oder? Vielleicht kannst du uns dabei helfen. Vielleicht aber auch nicht. Entscheiden, wer von euch der Echte ist. Ja. Und wie genau? Genau. Wie genau? Ich weiß nicht. Stellt uns persönliche Fragen oder so. Aber wenn ihr nun dieselbe Person seid, dann müsstet ihr beide die richtige Antwort wissen, oder nicht? Hey, ja, warum nicht? Vielleicht verplappert sich einer von uns. Richtig. Weil ihr das auch in einem verdammten Quizspiel lösen wollt. Natürlich, wollen sie, wie du siehst. Boah, das ist so dumm. Hört mal, Leute. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Man kann nicht die Echtheit von jemandem feststellen, indem man 20 Fragen stellt. Bist du dir da sicher? Wir müssen einen anderen Weg finden. Wie denn? Blutprobe. Ja, hast du mal eben ein Set da, um Blut abzunehmen? DNA-Test? Ein Exorzismus. Holt den Pater her, wir führen einen Exorzismus durch. Ich weiß es verdammt nochmal nicht. Aber bitte, lass mich nicht zwischen euch beiden entscheiden. Die Qual der Wahl. Sarah, wir wissen, dass das unfair ist. Aber wenn es eine Person gibt, die uns helfen kann, dann du. Warum sie? Was hat sie damit zu tun? Mikey, du weißt, dass ich dich liebe, richtig? Wir sind schon lange zusammen. Ich kenne deinen Darmrhythmus und deine ungesunde Fanboy-Besessenheit mit Jason Statham. Jason Statham? Entschuldigung.
Das ist gerade geil. Aber ich glaube, es wird wirklich niemand für so einen Scheiß geeignet. Es ist wirklich niemand für so einen Scheiß geeignet. Man sollte richtig lesen können. Warum rufen wir nicht einfach deine Mutter an? Mitten in der Nacht. Es wird immer besser. Nein! Habt ihr was gegen eure Mütter? Unsere Reaktion. Oh, sogar eure Reaktionen sind gleich. Beeindruckend. Babyhäschen, bitte. Was? 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 Bitte, hilf Papa-Häschen. Was? Was? Hör auf. Was? Was geht hier? Ich hab. Was? Habe ich dir nicht gesagt, dass dieser Spitzname nur zwischen uns beiden ist? Ein Hinweis. Technik gesehen bin ich ja nur hier, also. Oh mein Gott. Das ist so verdammt gruselig. Eine Sache ist sicher, wir müssen das beheben. Es ist einfach so verdammt seltsam. Also, wirst du uns helfen? Sarah seufzt und schüttelt den Kopf. Ich glaube sowieso nicht, dass ich eine andere Wahl habe. Leider nein, Madame, es tut mir leid. Es ist zumindest ein Versuch wert. Ruf seine Mutter an. Moment. Nachdem es vorbei ist, was machen wir dann mit dem Schwindler? Einkerkern. Keine Ahnung. Verbrennen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich bin sicher, wir denken uns etwas aus. Ja, denken wir später darüber nach. Nein, der Fake muss gehen. Wir denken, glaube ich, später darüber nach. Erstmal stellen wir fest, wer der Richtige ist, würde ich sagen. Ja, steigern wir uns jetzt noch nicht da rein. Eins nach dem anderen. Okay, wie auch immer. Dann also persönliche Fragen. Ruf die Mutter an. Das könnte geil werden. Ja? Okay. Jahrestag. 26. Februar 2009. Oh, wie nett, ihr seid 6 Jahre. Rechnen muss man können. 9 Jahre zusammen. Ja, es ist der 26. Nein, es ist der 27. Ich meine, es heißt immer die wenigsten Freunde können sich merken, wann das richtige Datum ist. Wenn er zustimmt, könnte es allerdings auch falsch sein. Wenn er sagt, nein, es ist nicht, könnte das allerdings auch falsch sein. Warum muss das unbedingt dieser Tag sein? Wir nehmen jetzt mal 27. 27. Februar. Naja, es war Mitternacht. Also war es technisch gesehen der 27. Also technisch gesehen war es der 27. Februar. Ha! Der Teufel im Detail. Ja. Wenn schon, denn schon. Zu einfach. Name vom Bruder. Miles Jordan Jansen. Das ist mein Name. Er hasst ihn. Miles Jordan Jansen oder was wäre? Wer weiß, ob er einen Bruder hat. Aber wenn er schon so reagiert hat auf das mit der Mutter, muss es nicht heißen, dass er einen Bruder hat. Außer der Bruder hat ihn gehasst. Geh mal mit Miles Jordan Jansen. Miles Jordan Jansen. Und genau deswegen nenne ich ihn bei jeder Gelegenheit zu. Genau. Lach nicht so scheiße. Ihr Jungs seid ja so reif. Hast du was anderes erwartet? Wie auch immer. Lieblingstier. Ich höre mich langsam an wie die schlimmste Dating-Website der Geschichte. Ja, so klingst du auch. Hunde. Ja, ich liebe Hunde oder Hyänen. Er könnte so ein Hyänentyp sein. Ich meine... Nein, Männer leben nichts Ausgefallenes. Es ist nie was Ausgefallenes, also ja, Hunde. Ja, ich liebe Hunde. Ich sollte daran denken, mir einen zu holen, wenn diese ganze Sache vorbei ist. Oh sicher, solange du daran denkst, die Pflanzen jeden Tag zu gießen. Ich
Ich glaube, das ist schon das große Drama, aber das kenne ich auch. Aber warum muss man sie jeden Tag gießen? Das muss nicht sein. Außer wenn es dann so ein paar kleine Tröpfchen sind. Aber sonst... Jammer. Was? Okay, das war's. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein, nach den drei Fragen funktioniert das auch nicht. Hey, warte. Machen wir das nacheinander. Was, wenn er sich nur meine Antwort abguckt? Das nehme ich dir übel. Okay, okay. Dann los. Erzähl mir ein Geheimnis, das du mir noch nicht erzählt hast. Aber woher sollst du denn wissen, ob es wahr ist oder nicht? Das ist unlogisch. Die Wahrheit sagen oder lügen? Ich meine, warum sollte er ihr nicht die Wahrheit sagen? Es ist schließlich seine Freundin. Geh jetzt stark mal von aus. Also erzählen wir ihr die Wahrheit. Aber deswegen ist es doch ein Geheimnis. Ich kann es dir nicht sagen. Schatz, geht es um meine Kochkünste? Sind die atemberaubend, mehr atemberaubend als wundervoll? Ich weiß nicht. Gleiche Frage? Sarah, ich lieb dich, aber... Der letzte Thunfischauflauf, was? Den du gekocht hast, war total ekelig. Was hast du angestellt, Mädel? Kichern, oder? Es ist nicht so schlimm. Ich meine... Ich würde kichern, glaube ich. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade gelacht. Welcher normale Mensch würde das nicht tun? Selbst wenn du total nicht in die Geschichte eigentlich reingehörst. Ah! Was? Wir brauchen also erst einen Klon von dir, bevor du es zugibst. Sie wusste es von Anfang an, aber... Nächste Frage, jetzt kommen wir voran. Zumindest einer von euch muss die Wahrheit sagen. Also Mike, was stimmt nicht mit dem Auflauf? Sollen wir die Wahrheit sagen? Oh, sie ist genervt. Sie ist genervt. Großartig. Bringt eine Frau dazu, genervt von dir zu sein. Das ist das Beste, was du haben kannst. Nicht im Geringsten. Es tut mir leid, Mike. Okay. Naja, es war viel zu viel Chili dran. Chili. Mein Hintern hat tagelang gebrannt. Es war furchtbar. Das hätte sie aber gewusst. Das hätte sie gewusst. Und die Textur. Ich weiß nicht, es hat sich einfach angefühlt, als würde ich Kotze essen. Das kann man mit Thunfisch leicht machen, das ist wohl wahr. Ich meine, es sah aus wie Kotze. Es hat wie der pure Tod geschmeckt. Der pure, scharfe Tod. Und wie die Küche danach gerochen hat, ja nach Thunfisch halt. Ich dachte, es wäre wirklich etwas gestorben. Ich glaube, du solltest besser mal den Mund halten. Halt den Mund. Halt den Mund. Ah, aber sonst ist es okay. Der Teller hat ein schönes Blumenmuster. Die Teller hatten ein schönes Blumenmuster. Ja, ganz toll. Da Männer auf sowas stehen. Hahaha, die Teller. Noch was? Du hast ja einiges zu sagen. Ja, hau raus. Komm, sag. Das ist alles. Andererseits, du machst tolle Pizzen. Pizza machen ist jetzt auch nicht die Welt. Sollen wir die Wahrheit sagen oder sollen wir lügen? Ich denke, wir sollten weiter bei der Wahrheit bleiben, aber das werden wir in der nächsten Folge entscheiden. Bis dahin, tschüss.